Millionen Rentner werden in Deutschland kalt enteignet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie werden es nicht glauben, aber es gibt in Deutschland 2 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die von einer ganz, ganz üblen Geschichte betroffen sind, nämlich dem Paragraphen 16 Absatz 5 Betriebsrentengesetz. Die Betriebsrenten, die Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die hart dafür gearbeitet haben und denen auch Beiträge aus ihrem Arbeitseinkommen dafür abgeführt worden sind, werden de facto in Deutschland kalt enteignet. Kalt enteignet deshalb, weil die Betriebsrenten an sich normalerweise durch den Arbeitgeber alle 3 Jahre anzupassen sind. Und zwar inflationsbereinigt anzupassen sind. Und da das ja richtig viel Geld kostet und die Arbeitgeber immer rumjammern, dass sie ja letzten Endes den Arbeitnehmern immer ein bisschen was abgeben müssen, kam man im Jahr 2000 auf die glorreiche Idee, in dem Paragraphen 16 einen Absatz 5 einzuführen. Und dieser Absatz 5 heißt, die Verpflichtung, die Betriebsrenten anzupassen, entfällt, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, die laufenden Leistungen jährlich um wenigstens 1 von 100 anzupassen. Im Klartext, die Betriebsrente wird 1% erhöht, damit gibt es keine weitere Erhöhung. Und damit sind die Arbeitgeber fein raus. Jedes Jahr seit dem Jahr 2000 werden Millionen Betriebsrenten um jedes Jahr um 1% erhöht. Und dass das natürlich ein Witz ist, können wir uns ja ausmalen. Wir haben jährlich im Schnitt 2-3% Inflation. Das heißt also, die Betriebsrenten verlieren an Kaufkraft, an Leistung. Sie haben viel, viel weniger Wert. Und dass sich natürlich jetzt die Leute darüber aufregen, ist auch völlig klar. Aber der größte Aufreger bei der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass die Gewerkschaften im Jahr 2000 an diesem Irrsinn mitgewirkt haben. Die haben mitgemacht und haben das sozusagen mit unterschrieben, dass es eine solche gesetzliche Neuregelung im Jahr 2000 geben wird oder gegeben hat und jetzt darunter Millionen Menschen leiden. Natürlich versuchen jetzt die Gewerkschaften, das Rad zurückzudrehen und zum Beispiel im öffentlichen Dienst 10,5% mehr Lohn und Gehalt durchzusetzen, aber das betrifft ja nicht die Betriebsrenten. Die Betriebsrenten bleiben bei 1% Steigerung. Und hier muss der Gesetzgeber eingreifen, hier muss man nachlegen, das kann nicht wahr sein. Gesetzliche Renten steigen ja auch viel stärker als 1% im Jahr. Wenn man mal die Wahnsinnsinflation 2022, 2023 mal ausblendet, sieht es ja bei den gesetzlichen Renten, was den Inflationsausgleich anbetrifft, doch nicht ganz so schlecht aus. Aber Betriebsrentner werden de facto mit dieser 1%-Regelung kalt enteignet und das ist eine Riesenschweinerei. Hier muss der Gesetzgeber sofort handeln. Das kann so nicht weitergehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.